Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen Portal Knights Invasion der Mumien. Das ist natürlich richtig fett, macht mega Spaß. Da gibt es dann, es ist keine Mumie. Da hinten sind die ersten. Da haben wir antike Mumien und normale Mumien. Da gucken wir gleich mal, hier die Mumien zum Beispiel, die das antike Zähne fallen. Und die haben wir auch Platz. So, da muss ich jetzt alles aufsammeln, weil diese antiken Zähne bzw. die antiken Goldzähne, die die antiken Mumien fallen lassen, die sind mal richtig cool. So, das haben wir alle weggehauen. Eine Antike habe ich noch gar nicht gesehen. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, die Mumien alleine, die machen jetzt gar nichts. Aber die antiken Mumien sind ja schon einen Ticken stärker. Und gerade wenn da mehrere rumstehen, dann kann das auch gewaltig nach hinten losgehen. Von daher muss da oben hin. Da werden dann die anderen sein. Und daher muss man da echt aufpassen, dass man nicht irgendwie in so einen Bulk reinrennt. Vor allem wenn der ganz... Na, keine gute Idee gewesen. Hier ist eine Höhle. Dann graben wir uns halt hier hoch. Irgendwie werden wir schon hier hochkommen, ne? Da sind wir oben. Basaltstein. Selbst für einen Superbohrer noch ganz schön heftig. Ah ja, da. Das sind die antiken Mumien mit ihrem Hut. Und man sieht schon, ich nehme da auch Schaden. Da waren schon drei Herzen. Und dann halt mal so, da antike Goldzähne. Wenn da ein paar rumstehen, dann kann das schon mal richtig knallen. Die nächsten finden wir. Da drinnen ist eine. Ja, hier ist immer eine drin. Das ist nur eine Mumie, die zählt gar nicht. Oh doch, die zählt sogar. Okay. Ah, ich habe mich gerade verlesen. Ja, natürlich. Und so ist es auch, wir haben genug Mumien hier am Start, um die komplette Quest zu beenden. So. Drei Antike brauchen wir jetzt noch. Ja. Schauen wir mal, ne? Ob ich da noch drei Stück finde. Von denen. Da hinten sind noch welche. Da laufe ich doch gleich mal hin. Das ist eine normale. Und das ist auch eine normale. Da ist eine Antike. Und dann waren es nur noch zwei gewesen. Da bin ich mal gespannt, ob die spawnen oder ob ich da noch eine Insel wechseln muss. Das sieht aber fast so aus, als müsste ich die Insel wechseln lassen. Da drüben. Da ist gar... Oh, da unten sind welche. Epa, die sind respawned, wie es aussieht. Ah ne, die sind da drüben, ja. Kein Problem. Die müsste ich aber mal aufräumen in meinem Inventar. Also gut, dann bauen wir uns halt mal. Steht die da, ne? Muss ich so machen. So. Also los. Ich wollte mal, ne? Die Antike. Die geht hier auch noch. Und da hinten haben wir eine normale Mumie. Okay. Also es fehlt noch eine antike Mumie. Dann ziehen wir durch. Das kriegen wir aber, denke ich, auch noch auf die Reihe. Da ist wieder da. Das ist auch respawned, das blöde Skelett. Kein interessiert. Da hinten, da ist nichts, da unten ist nichts. Warte, muss ich wieder da hoch. Und gucken, ob ich noch eine finde. Sonst muss ich wegen einer Mumie die Insel verlassen. Das wäre ja auch blöd. Also los, oh, was ist das hier?
Ach, habe ich mich hier voll reingegraben, so eine blöde Mine. Okay, kann man nichts machen. Hier oben ist auch nichts, immer auch durch. Da ist auch keine mehr. Okay, dann bleibt mir halt nichts anderes übrig. Da unten soll ich noch eine? Nee, na, kommen wir daher? Nee. Ist das da eine da unten? Nee, habe mich geirrt. Okay. Na gut, da muss ich jetzt wegen einer antiken Mumie muss ich jetzt das Gebiet wechseln. Okay, kann man machen. Und dann haben wir halt das Ereignis auch beendet. Auch cool. So, Brackenburg. Auch sehr nice dort. Maya Delta. Da gefällt mir Brackenburg schon viel besser. Also dieser Pilzbiom, alles giftig, verseucht. Das ist schon nicht schlecht. Invasion der Mumien. So, haben wir hier unten wenigstens noch eine. Da kommt er angerannt, ne? Das sind jetzt zwei normale und Achsen, der sind nur normale Mumien. Unglaublich. Ja, lass den ganzen Mist da liegen. Dann gehe ich halt wieder hier hoch. Und hol mal die. Da hier war ich schon mal. Ich bin ein bisschen mit der anderen Seite hochgegraben. Ach, naja, egal. So. Na also bitte. Wir werden es doch hier wohl noch hochgraben können. So. Ich brauche noch eine. Wir wohnen da drin überhaupt. Was ist das für ein komisches Haus? Das ist mir jetzt mal so aufgefallen, ne? Ah, die Typen da, ja, okay. Das kann man auch später machen. Da, die Mumie drin, das hört mich gar nicht. Da. Da ist meine letzte antike Mumie. Und die können wir ruhig hinterher rennen. Da, den machen wir noch platt, der wird mich sehr viel nerven. So, und hier haben wir gleich drei Mumien auf einmal. Okay. Wenn geschlossen. Da einen Vogel nehmen wir auch noch mit. Sehr schön. Gut. Das war's. Dann geht's weiter in Landrettenlandung. Dann wünsche ich euch was. Macht's gut.